Gut. Okay. Name? Gut. Also wenn wir uns politisch vorbereiten auf den Herbst und mögliche Klassenkämpfe in Österreich, dann ist natürlich die Ausgangssituation, dass man sich mal anschaut, welche materiellen Interessen sind überhaupt im Spiel. Welche Interessen vertritt die Arbeiterklasse, welche die Bürgerlichen, welche die Gewerkschaftsbürokratie, wie sind die Kräfteverhältnisse, wie sind die einzelnen Lager politisch aufgestellt auf Grundlage der politischen Entwicklung der letzten Jahre. Aber es macht auch Sinn, dass man einen theoretischeren Blick wirft, gerade auf diese Frage, mit welchen Positionen geht die Gewerkschaftsbürokratie in diese Konflikte. Kann man sehr viel lernen, glaube ich, aus den theoretischen Debatten in der Geschichte der Arbeiterbewegung zu fragen, welche Klassenkampfmethoden zum Einsatz kommen sollten. Und besonders relevant finde ich in dem Zusammenhang die Massenstreikdebatte in der internationalen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg, speziell in der deutschen Sozialdemokratie. Und ja, auf diese theoretischen Auseinandersetzungen möchte ich im Referat ein bisschen eingehen. Prinzipiell ist diese Debatte über Massenstreik eigentlich so lang wie die Geschichte der Arbeiterbewegung selbst. Zum ersten Mal taucht es in den 1840er Jahren auf, wo die Chartisten, also diese erste große Gewerkschaftsbewegung in England, im Kampf für das allgemeine Wahlrecht diese Generalstreikdebatte in Wirklichkeit beginnen. Also da gibt es diesen Begriff des Holy Month, des heiligen Monats, wo also die Grundidee war, dass man halt mit einem langfristig angelegten Generalstreik die Bürgerlichen halt in die Knie zwingt und denen halt fundamentale Forderungen der Arbeiterbewegung abbringt. Diese Debatte um Massenstreik, die wird dann vor allem von den Syndikalisten, von den Anarchisten aufgenommen. Da ist ebenfalls so immer wieder diese Idee, der Generalstreik ist de facto der Beginn einer revolutionären Umwandlung, wo man ebenfalls so diese Perspektive gehabt hat, durch einen mehrere Wochen langen Streik kann man die Bürgerlichen in die Knie zwingen und ja, de facto die Transformation der Gesellschaft Richtung einer klassenherrschaftsfreien Gesellschaft in Gang bringen. In Abgrenzung zu den Anarchisten hat eigentlich in der sozialdemokratisch geprägten Arbeiterbewegung ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Generalstreikslosung überhaupt keine Rolle gespielt. Also kommt de facto nicht vor in den Publikationen oder in den theoretischen Debatten am Anfang. Das fußt nicht zuletzt auf einen Artikel von Friedrich Engels aus einer Polemik gegen die Anarchisten, wo er diese Methode des Generalstreiks, so wie ihn die Anarchisten angelegt haben, eigentlich kategorisch ablehnt. Und mit dem Argument, um so einen Generalstreik, der de facto Organisation, so wie es die Anarchisten irgendwie konzipieren, umsetzen zu wollen, muss die Klasse als ein Gesamtes organisiert sein und braucht einen riesengroßen Reserve-Streikfonds. Und es ist einfach unrealistisch, dass die Arbeiterbewegung zu so einem Stand kommt, dass es eine organisatorische und finanzielle Stärke aufweist, um das wirklich irgendwie umzusetzen. Und beziehungsweise, wenn es möglich wäre, zu diesem Punkt zu kommen, dann könnte man auf anderen Methoden irgendwie die Gesellschaft verändern. Also er wirft da irgendwie den Anarchisten mehr oder weniger eine utopische Perspektive vor. Und dieser Text aus den 1870er Jahren, der ist irgendwie fundamental für das ganze Verständnis der frühen Sozialdemokratie. Also Marx und Engels haben versucht, die internationale Sozialdemokratie auf eine andere politische Orientierung auszurichten. Das war im Wesentlichen, dass die Arbeiterbewegung eine politische Bewegung werden muss. Also nicht nur eine gewerkschaftliche, sondern in einer politischen Partei sich organisieren muss. Mit der zentralen Losung damals der Kampf für das allgemeine Wahlrecht. Und rund um diese Forderung versucht man die Klasse möglichst weitgehend halt zu organisieren und halt für einen revolutionären Kampf in Stellung zu bringen. Trotzdem, auch in der frühen Sozialdemokratie kommt diese Debatte noch Massenstreik auf, vor allem rund um die Diskussion, wie man für den 8-Stunden-Tag kämpft und in dem Zusammenhang mit dem 1. Mai.
Also der 1. Mai hatte die Funktion gehabt, dass er de facto ein internationaler Aktionstag ist, um den 8-Stunden-Tag zu erkämpfen. 1. Mai war logischerweise kein arbeitsfreier Tag damals, sondern hat wirklich erkämpft werden müssen. Wenn man sich die Zeitzeugenberichte oder die historischen Publikationen aus Österreich 1890 anschaut, dann war irgendwie klar, wenn man am 1. Mai die Arbeitsruhe durchsetzen will, dann riskiert man irgendwie bürgerkriegsähnliche Zustände. Und in einigen Ländern ist dieser 1. Mai von Anfang an tatsächlich mit Massenstreiks irgendwie begangen worden. Der Vorreiter schlechthin war da sogar irgendwie die österreichische Arbeiterbewegung. Ja, die ganze Herangehensweise der Sozialdemokratie zur Frage des Massenstreiks hat sich aber irgendwie in der Praxis konkret verändert, weil es einfach in einigen Ländern ab Ende der 9 oder Mitte der 1890er Jahre zu relativ großen Streikbewegungen gekommen ist, ausgehend vor allem von Belgien, aber in anderen Ländern. Und unter diesem Eindruck einer konkreten neuen Realität ist auch die Massenstreikdebatte erstmals offen geführt worden in der Sozialdemokratie. Und wo das Ganze dann irgendwie wirklich einen qualitativ neuen Sprung kriegt in der inhaltlichen Auseinandersetzung, war dann die Russische Revolution von 1905, die international total große Wellen geschlagen hat und zum Beispiel dazu geführt hat, dass in Österreich de facto eine vorrevolutionäre Situation eintreten ist, wo es möglich war, das allgemeine Wahlrecht zumindest für die Männer mit der Generalstreiksdrohung durchzusetzen. Also wie gesagt, unter diesen konkreten Entwicklungen des Klassenkampfs in einer Reihe von Ländern ist halt die theoretische Debatte in der Arbeiterbewegung zugespitzt worden und den wichtigsten theoretischen Beitrag aus einer marxistischen Sicht hat irgendwie die Rosa Luxemburg dazu geliefert. Sie ist mehr oder weniger, oder ihr Ausgangspunkt war deswegen eine Kritik an dem, was sie nennt, einer abstrakten und ahistorischen Betrachtungsweise des Massenstreiks, den sie sowohl irgendwie bei den Anarchisten sieht, so wie ich es irgendwie vorher versucht habe darzulegen. Und auf der anderen Seite aber irgendwie übt sie diese Kritik an den Reformisten in der Sozialdemokratie. Es war so, dass abgesehen von dem wirklich rechten Flügel in der Sozialdemokratie rund um Eduard Bernstein, die hat versucht haben, den ganzen Marxismus der frühen Sozialdemokratie zu revidieren und dementsprechend halt auch alles, was irgendwie so radikale Klassenkampfmethoden über normale gewerkschaftliche Organisierung bzw. parlamentarische Ausrichtung hinausgegangen wären, was eben der Massenstreik irgendwie gewesen wäre, hat irgendwie die Mehrheit in der Sozialdemokratie sich für Massenstreik ausgesprochen. Luxemburg aber kritisiert, aber wie das konkret irgendwie passiert ist. Die zentrale Vorstellung von der Mehrheit in der Sozialdemokratie war, Massenstreik ist ein legitimes Mittel, aber er passiert de facto in einer wohl geplanten und organisierten Art und Weise. Sprich, es gibt Sitzungen, eine politische Diskussionen in den Führungsgremien der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewegung. Auf Grundlage dieser Diskussionen wird ein Tag X festgelegt, wo der Generalstreik ausgeführt wird und dann wird systematisch die Organisierung von dieser Massenstreikbewegung organisiert und die Klasse wird irgendwie so in Stellung gebracht, wie das irgendwie die politische Leitung halt, für am sinnvollsten erachtet. Ein Bild, das da immer wieder gebracht wird, ist die Sozialdemokratie mit dem Taschenmesser im Hosensack, das jederzeit, wenn es irgendwie die Leitung der Sozialdemokratie für sinnvoll erachtet, kann man das Taschenmesser halt irgendwie aufklappen. Ja? Also wenn euch irgendwie so Zitate vom Wolfgang Katzian irgendwie in Erinnerung ruft, wir gehen mit der Hand irgendwie zu den Unternehmen, sind gesprächsbereit, aber diese Hand kann sie jederzeit zu einer Faust ballen. Also ist ein ähnliches Bild, wenn man so will. Und damals schon irgendwie hat die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbewegung den Generalstreik oder den Massenstreik irgendwie als letztes Mittel dargestellt.
So, der Cheftheoretiker der damaligen Sozialdemokratie war der Karl Kautsky. Und der hat da wirklich halt so ein Lehrbuch mehr oder weniger formuliert an Klassenkampfmethoden, die so im Repertoire der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewegung sich befinden. Das reicht irgendwie von einer Straßendemonstration, das wäre jetzt so etwas Ähnliches wie das, was wir am 30. Juni in Österreich gesehen haben, gegen einen 12-Stunden-Tag, hin zu einem Demonstrationsstreik. Das wäre das, was im Best Case wahrscheinlich irgendwie man von ÖGB erwarten könnte, dass so etwas wie einen Generalstreik gibt oder so etwas im Kampf gegen die Austeritätsmaßnahmen dutzendfach in Griechenland gesehen hat oder in Spanien, Frankreich. Das heißt, ebenso wie sich die Sozialdemokratie konzipiert, dass wieder Tag X festgelegt wird und da wird die Klasse mobilisiert und dann wird die Klasse wieder heimgeschickt mit der Hoffnung, dass man da wieder zum Verhandlungstisch kommt. Der nächste Schritt wäre Kampfstreik, wo das Ganze aus einer konkreten Klassenkampfsituation radikalisiertere Form, die irgendwie über eine Limitierung von, was ich, 12 Stunden oder so hinausgehen könnte. Und das geht halt irgendwie bis zu diesem Bild, der Massenstreik ist de facto der Beginn einer revolutionären Situation. Also ebenfalls das war sehr wohl in der theoretischen Debatte in der Sozialdemokratie. Wobei aber ganz klar war, diese völlige Eskalationsstufe, wo der Massenstreik mit einer revolutionären Entwicklung zusammenfällt, das ist natürlich verbunden mit enorm großen Gefahren. Weil in so einer Situation, wenn das zu einer Niederlage führt, und die Argumentation war natürlich immer basierend auf diesem Text von Engels aus den 1870ern, die Organisation ist ja eigentlich viel zu schwach dafür, so eine Konzeption, so wie es die Anarchisten vorgeschlagen haben. Wenn man trotz dieser organisatorischen Schwäche in so einen Massenstreik eintreten und das zu einem falschen Zeitpunkt und das Ganze in einer Niederlage endet, dann hat das irgendwie auf Jahrzehnte negative Auswirkungen, weil die Organisation, all das, was man sich aufgebaut hat durch geduldige, jahrelange Arbeit, dann gefährdet ist oder halt zerstört wird. Ja, da setzt irgendwie die Hauptargumentation von der Rosa Luxemburg an, dass irgendwie sagt, dass diese Darstellung, wie sie der Karl Kautsky formuliert hat, dass das eine rein schematische ist. Dass das irgendwie wenig mit der konkreten historischen Realität zu tun hat. Und vor allem argumentiert sie das irgendwie recht ausführlich am Beispiel der russischen Revolution von 1905, wo sie jetzt erklärt, dass die Realität halt viel komplexer ist, aber sie liefert da irgendwie eine Reihe von Beispielen aus Westeuropa, wo diese Argumentationen vom Karl Kautsky auch nicht irgendwie zutreffen. Weil das war irgendwie eine zentrale Argumentation auch von Karl Kautsky, der sagt halt irgendwie die Situation in Russland, okay, tut das Revolution, eindeutig, aber das kann man nicht vergleichen mit der Situation in Westeuropa, weil halt in Deutschland oder in England die Arbeiter halt einen viel höheren Lebensstandard haben, ein anderes Kulturniveau haben und dementsprechend viel mehr Rechte sie erkämpft haben, größere Organisationen und dementsprechend der Klassenkampf sich ganz anders entwickeln wird. Ja. Rosa Luxemburg betont irgendwie aus der russischen Erfahrung heraus, ein Massenstreik wird nicht künstlich gemacht. Ebenso wie es irgendwie die Sozialdemokratie eigentlich in ihrer Vorstellung gehabt hat. Und er wird auch nicht von oben beschlossen, sondern der Massenstreik ergibt sich aus den sozialen Verhältnissen heraus, aus einer geschichtlichen Notwendigkeit, wie sie das formuliert. Und dementsprechend muss irgendwie der Ausgangspunkt der Debatte für sie ganz einfach aus den objektiven Faktoren in der Gesellschaft sein. Das heißt, in Wirklichkeit so etwas wie eine Perspektivdiskussion, die muss ja einmal der Punkt sein, wo man erklärt, okay, sind die Bedingungen reif für eine revolutionäre Situation und aus dem heraus irgendwie, was dann die Aufgaben der Sozialdemokratie hat. Gegen was sich die Rosa Luxemburg wendet, ist, dass die Sozialdemokratie eine spezifische Agitation für den Massenstreik oder für Revolution liefert. Sie sagt, das reicht irgendwie aus, dass die Sozialdemokratie sowas wie Perspektiven erklärt. Und man muss sich irgendwie vor Augen führen, das ist jetzt irgendwie eine Massenbewegung zu dem Zeitpunkt schon, mit Hunderttausenden Leuten, die auf jeden Fall gewerkschaftlich organisiert sind und auch innerhalb der sozialdemokratischen Massenparteien, die in den 1890ern entstanden sind.
Was bei der Luxemburg ganz wichtig ist und da wieder so eine Abgrenzung zum Karl Kautsky ist, der hat irgendwie sehr strikt trennt zwischen, es gibt politische Kämpfe und es gibt ökonomische Kämpfe. Und sie sagt aus der russischen Erfahrung heraus, dass es einfach ein total enges Geflecht gibt, dass man das nicht irgendwie künstlich trennen kann, sondern das, wenn man es konkret an der russischen Revolution hernimmt von 1905, die einfach als wo jetzt immer abwechselnd ökonomische und politische Klassenkampfphasen es gegeben hat und das eine immer das andere bedingt hat. Von einem politischen Massenstreik, sich das Ganze dann irgendwie verzweigt hat in ganz viele unzählige ökonomische Streiks und das dann wieder irgendwie zusammengeflossen ist zu einem weiteren politischen Massenstreik und so weiter. Und solche Beispiele liefert sie irgendwie für Massenstreiksituationen in Westeuropa. Und wo es ebenfalls vom Kautsky irgendwie abgrenzt ist, der irgendwie sehr stark dieses Gefahrenpotenzial des Massenstreiks bringt. Also wenn es eine Niederlage gibt, dann bedeutet das, dass die Organisation auf lange Zeit irgendwie völlig zerstört wird. Und sie erklärt aus der russischen Revolution heraus, dass der Massenstreik die Voraussetzung ist, dass überhaupt das Grundprinzip der Sozialdemokratie ist, dass man die Klasse möglichst in ihrer Gesamtheit zu organisieren, dass das erst in so einer Situation wie dem Massenstreik überhaupt möglich ist. Erst dann gelingt es irgendwie wirklich breiteste Schichten in die Organisation der Arbeiterbewegung reinzuziehen. Sie formuliert dann vier theoretische Schlüsse, die ich teilweise eh schon irgendwie angeklungen habe. Das erste, der Massenstreik ist nicht ein einzelner Akt. Also nur weil jetzt irgendwie die Gewerkschaft jetzt am 15. September zu einem Generalstreik an 12-stündigen aufruft, das ist nicht das marxistische Verständnis von einem Massenstreik. In Wirklichkeit ist das ein Prozess von Klassenkämpfen, wo es Auf und Abs gibt, wo es Siege geben wird, Niederlagen geben wird. De facto das, was irgendwie die marxistische Konzeption von einer revolutionären Situation ist. Und sie sagt halt, das, was ich vorher formuliert habe, diese Demonstrationsstreiks, Kampfstreik, diese ganz schematische Darstellung von Kautsky, die ist irgendwie völlig irreleitend in seinem Verständnis des Phänomens Massenstreik. Das zweite, was hier wichtig ist, ist nämlich irgendwie diese Beziehung halt ökonomischer und politischer Streiks, dass die eng miteinander verbunden sind und in unterschiedlichen Phasen halt der Klassenkampf halt einfach unterschiedliche Ausdrucksformen annimmt, aber dass das ein Teil von einem Prozess ist. Dann überhaupt diese Idee hat, Massenstreik ist unzertrennlich verbunden mit einer revolutionären Perspektive. Da geht sie ja darauf ein, auf diese Drohszenario der Reformisten, ja, Revolution bedeutet ja Gewalt. Und so sagt sie, okay, natürlich, wenn es so eine zugespitzten Klassenkampfsituation gibt, dann ist irgendwie die Frage von Gewalt implizit. Dann muss man dann damit rechnen, dass der Staatsapparat gegen die organisierte Arbeitsbewegung vorgeht. Aber Revolution ist weit mehr als irgendwie dieser Gewaltakt, sondern da geht es darum, irgendwie die ökonomischen und sozialen Verhältnisse zu transformieren. Und das, was die Aufgabe der Sozialdemokratie sein muss, ist, dass sie erklärt, dass der Massenstreik einfach ein Produkt der revolutionären Situation ist und nicht von irgendwelchen Politkadern irgendwie losgelöst wird und die dann irgendwie bewusst die Bewegung in eine Gewalteskalation irgendwie hineinsteuern. Und die vierte Frage, die ziemlich zentral ist bei ihr, ist jetzt die Frage, welche Rolle spielt die Leitung, die bewusste Initiative der politischen Führung in so einer Bewegung? Sie argumentiert halt einerseits, natürlich braucht es auch in einem Massenstreik den subjektiven Faktor in Form der Partei, der Organisation, aber gerade aus dieser russischen aus der Erfahrung der russischen Revolution und in Abgrenzung zu dieser enormen Bürokratie in der deutschen Arbeiterbewegung betont sie jetzt sehr stark das spontane Element der Arbeiterklasse. Sie sagt halt, ein Massenstreik, eine revolutionäre Situation, das wird nicht irgendwas warum dekretiert, sondern da gibt es einfach in der Gesellschaft, in der Masse, gibt es einfach eine Grundstimmung, die zum gegebenen Zeitpunkt irgendwie wo der Funke einfach überspringt, wo es zu einer sozialen Explosion kommt. Ähm,
Und in Ablehnung dieser Bürokratie, dem, mit der sie tagtäglich in ihren Organisationen konfrontiert ist, betont sie jetzt sehr stark dieses spontane Element, was aus meiner Sicht da irgendwie richtig ist. Den Fehler, den man der Luxemburg irgendwie nachträglich irgendwie, zuschreiben muss, ist ganz einfach, dass sie halt nicht den konsequenten Schluss gezogen hat und dass sie gegen diese Bürokratie, die existiert hat in der Arbeiterbewegung, dass sie da konsequente revolutionäre Führung dem entgegenstellt und das konsequent versucht aufzubauen. Und was es jetzt sehr lustig macht, ist, gegenüber diesen Vorstellungen der sozialdemokratischen Führung, ist, dass man an alle Bewegungen mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung herangeht. Also eben das ist, welche Risiken sind da irgendwie im Spiel, wie viel kann die Organisation wachsen durch einen Streik, aber was kann sie auch verlieren dadurch. Und sie sagt, in einer wirklichen Massenstreiksituation, in einer revolutionären Situation, spielen diese Kosten-Nutzen-Rechnungen überhaupt keine Rolle mehr. Das kann man einfach nicht im Vorfeld finanzieren, das muss einfach im Kampf selber irgendwie passieren. Aber sie betont natürlich, dass die politische Leitung eine sehr wichtige Aufgabe hat in einer Massenstreiksituation. Sie formuliert das folgendermaßen. Erstens einmal, es ist wichtig, dass man im Kampf politische Perspektiven entwickelt. Dass man die richtigen davon ausgehend irgendwie die richtigen Tageslosungen, die richtige Taktik entwickelt. Und mit der es der Arbeiterklasse ermöglicht, irgendwie das Kräfteverhältnis weiter zu ihren Gunsten zu verschieben. Und dadurch halt, wie kann man die Bewegung vorantreiben, bis sie irgendwie zu einem Sieg kommen kann. Und was jetzt ganz wichtig ist seit der Führung, sie muss ständig politische Slogans vorgeben und politische Methoden zur Diskussion stellen, die es der Arbeiterklasse ermöglichen, mehr Selbstvertrauen, Sicherheit in die eigene Stärke irgendwie zu gewinnen. Das, was wir vorher diskutiert haben mit Katzian, will abfedern, das sind jetzt nicht gerade die Formulierungen, die dazu führen, irgendwie, dass man die eigene Basis, geschweige denn irgendwie die Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit, zu einem Punkt bringt, wo sie das ausreichende Selbstvertrauen hat, um in einen wirklichen Generalstreikskampf irgendwie einzutreten. Etwas, was sie betont, ist die Frage, wie schaut die Beziehung aus im Klassenkampf zwischen Organisation und Masse? Und da wendet sie sich wieder irgendwie gegen diese schematische Vorstellung, dass durch geduldige gewerkschaftliche Tätigkeit, durch Schulungsarbeit, durch politische Kampagnen kentert man die Klasse in ihrer Gesamtheit organisieren. Sie sagt, in einer normalen, kampflosen Zeiten ist es eine Illusion, dass die Gesamtheit der Arbeiterklasse gewerkschaftlich, geschweige denn politisch organisiert werden kann. Das wird immer eine Minderheit sein, vor allem irgendwie eine Minderheit von Arbeitern und Arbeiterinnen, die eh schon irgendwie besser gestellt sind. Aber jetzt die ausgebeutesten, unterdrücksten Schichten der Arbeiterschaft, die wird man in ruhigen Zeiten nie für die Gewerkschaften oder für die Partei oder nur geringe Teile davon gewinnen können. Ein Gedanke, den ich recht wichtig finde, ist, den sie betont, dass die Gewerkschaft aber, um sie selber irgendwie erhalten zu können, dass sie aber irgendwie den Kampf braucht. Ja. Dass das immer wieder in die Kalkulationen der Gewerkschaftsführung mit einspült. Sie weiß, das, was sie eigentlich irgendwie offen irgendwie ablehnt oft, dieses Kampfszenario, in gewissen Situationen muss sie zum Kampf greifen, um irgendwie die Organisation irgendwie zumindest stabil zu halten, wenn nicht irgendwie weiter auszubauen. Das, was sie stellt da irgendwie gegenüber, halt einerseits so diese mechanisch-bürokratische Sichtweise oder Auffassung von Organisation und das, was sie eine dialektische Auffassung von Organisation sieht, irgendwie eine marxistische Sicht hat. Ja, und was jetzt ganz klar ist, ein Massenstreik ist per se nur möglich, wenn es wirklich die breitesten Volksschichten irgendwie mit einbezieht und Kreise, die halt nie gewerkschaftlich oder politisch organisiert werden, ebenfalls in den Kampf. Und aus dem Kampf heraus dann versucht die überhaupt erst zu organisieren. Und sie betont da sehr stark oder stellt sich sehr stark gegen diese Skepsis, die in der Sozialdemokratie vorherrscht gegenüber unorganisierten Schichten. Ne? Sie appelliert da eher irgendwie, dass man Verständnis haben muss, warum sie diese Schichten nicht organisieren, aufgrund ihrer Alltagssituation ganz einfach. Und sie sagt halt,
Wenn die einmal in den Kampf eintreten, dann wird das nicht irgendwie Jahre, Jahrzehnte dauern, wie bei vielen anderen Aktivisten, die in ruhigen Zeiten schon sie organisieren, sondern durch die Aktion, da wird einfach innerhalb von kürzester Zeit wird da so viel an Schulung geliefert, dass die einfach Stufen in der politischen Entwicklung überspringen können. Sie geht dann auch auf die Frage ein, was sind die Aufgaben der Sozialdemokratie vor Ausbruch einer Massenstreiksituation oder vor Ausbruch einer revolutionären Situation. Und da wendet sie sich abermals irgendwie gegen diese Linie, die Karl Kautsky vorschlägt. Sie sagt, der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man fatalistisch darauf wartet, dass irgendwann einmal alles in Bewegung gerät, sondern man muss schon irgendwie aktiver, sie als aktiver Faktor dieser ganzen Situation begreifen. Und man muss versuchen, alle Entwicklungen, die es ermöglichen würden, dass die Arbeit einen Schritt vorwärts kommt, diese Entwicklungen, die muss man irgendwie versuchen zu beschleunigen. Und da muss man halt die richtigen Methoden, Slogans entwickeln, die es der Arbeiterklasse ermöglicht. Und die zentrale Aufgabe sieht sie halt, dass die Sozialdemokratie einfach politische Perspektiven erklärt, das politische Verständnis weckt in der Arbeiterklasse, in welcher Phase der kapitalistischen Entwicklung ist man, welche Widersprüche gibt es in der Gesellschaft, welche Klasseninteressen stehen sie gegenüber und aus dem heraus Potenziale aufzuzeigen, wie die Arbeiterbewegung vorankommen kann. Diese Massenstreikdebatte, die so 1905, 1906 schon einen ersten Höhepunkt gehabt hat, die bricht dann 1910, 1910 noch einmal verstärkt aus. Und was bei dieser ersten Debatte 1905, 1906 vor allem irgendwie eine kleine oder eine relativ kleine Minderheit offener Reformisten gegen all das, was sie so als Marxisten definiert hat, im weitesten Sinne, spitzt sie 1909, 1910 die Debatte erstmals zu zwischen diesem marxistischen Zentrum rund um Karl Kautsky und auf der anderen Seite Rosa Luxemburg für das, was man dann so als revolutionäre Linke bezeichnen kennt hat. Interessant ist, dass die Parteiführung rund um Kautsky alles versucht, dass diese Diskussion nicht öffentlich geführt wird. Also man weigert sich zum Beispiel, dass Artikel von der Rosa Luxemburg in der Parteipresse öffentlich erscheinen. Die Argumentation, ebenfalls das, was man irgendwie jetzt oft hört von Gewerkschaftshauptamtlichen, ja, wir können natürlich jetzt nicht irgendwie offen irgendwie sagen, was wir schon alles planen, weil es wäre ja so, wie wenn in einer Kriegssituation wir unseren Kriegsrat so in Hörweite vom Gegner irgendwie aufhalten und der kriegt dann irgendwie alles mit. Wir debattieren da unsere Stärken und Schwächen und der Gegner kriegt das irgendwie auf dem Silbertablett serviert und kann dann irgendwie seine eigene Taktik anpassen. Das wäre ein großer politischer, ein großer Fehler in dieser Situation. Und die Rosa Luxemburg kritisiert irgendwie beinhart irgendwie diesen Vergleich mit diesem Kriegsrat und sagt, erstens ist es sowieso so, dass die Sozialdemokratie jetzt keine kleine Sekte mehr ist, wo man alles im Geheimen im Keller diskutieren kann, sondern es ist halt mittlerweile eine Massenorganisation, wo eh offensichtlich ist, also die dürfen überhaupt keine Diskussionen führen. Es ist einfach klar, wo die Stärken und Schwächen sind, das ist dem politischen Gegner ebenfalls klar. Und ja, also man kann diese Diskussion nicht irgendwie vor der Öffentlichkeit fernhalten mehr. Und diese öffentliche Diskussion, sagt sie, die ist sogar irgendwie sinnvoll, weil nur damit irgendwie gewährleistet ist, dass die gesamte Klasse irgendwie über unsere eigentlichen Ansichten Bescheid wissen kann oder darüber die lernen kann. Und nachdem es ja darum geht, irgendwie möglichst breiteste Volksschichten in diese Bewegung reinzuziehen, müssen wir versuchen, irgendwie das politische Bewusstsein in der gesamten Arbeiterklasse, nicht nur unter den eigenen Mitgliedern, geschweige denn im eigenen Funktionärsstab, zu heben. Ja, der Karl Kautsky vertritt in dieser Diskussion als der große Widerpart von der Rosa Luxemburg eine Taktik, die er Ermattung oder eine Strategie, die er Ermattungsstrategie nennt.
Er führt da irgendwie so aus Kriegsgeschichte, Militärgeschichte aus dem Römischen Reich, so der Krieg Hannibal gegen die Römer. Und sagt so, in der Kriegstheorie gibt es halt irgendwie zwei wesentliche Strategien. Das ist die Niederwerfungsstrategie, das heißt, ich bündel all meine Kräfte und gehe in die Offensive und versuche den Gegner irgendwie niederzuschlagen. Und die andere ist diese Ermattungsstrategie. Das heißt, ich versuche meine Kräfte irgendwie permanent aufzubauen, versuche so Nadelstiche irgendwie gegen den Gegner zu führen und versuche so irgendwie den Gegner irgendwie mürbe zu machen, bis der dann irgendwann mal seine Kräfte halt erschöpft ist, weil er halt gegen diese Nadelstiche halt zu viel Ressourcen irgendwie aufwenden muss, um die Leute zu verteidigen. Und ja, dann halt mehr oder weniger WO gibt. Der sagt halt, für die Arbeiterbewegung ist halt mittlerweile die Situation eingetreten, dass man auf diese Ermattungsstrategie, die natürlich weniger gefährlich ist, weil man weniger in die Offensive geht und deswegen weniger so seine eigenen Soldaten in eine Gefahrensituation bringt. Das ist deswegen irgendwie möglich, weil man halt irgendwie eine Reihe von demokratischen Rechten schon erkämpft hat. Man kann sich irgendwie organisieren in Vereinen, man hat das allgemeine Wahlrecht, zumindest in gewisser Form. Und er ist halt wieder da sehr schematisch. So lehrbuchmäßig halt in der Situation A kann man XY an Kampfmethoden irgendwie anwenden und umgekehrt. Die Rosa Luxemburg sagt halt, diese ganzen schematischen Vorstellungen von Klassenkampf, die muss man irgendwie kübeln. Klassenkampf ist aber viel komplexer, viel vielfältiger und man muss sich einfach die Realität konkret anschauen und auf das irgendwie eine Strategie abstimmen. Ein Text, der da immer in dieser Debatte zu Rate gezogen wird und der ganz zentral ist für die Argumentation der Linken in der Sozialdemokratie, wo sie ihren Reformismus begründen mit marxistischen Federn, ist ein Text von Friedrich Engels, der so als sein politisches Testament immer wieder hergezogen wird. Das ist das Vorwort zu den Klassenkämpfen in Frankreich. Also ein Text von Marx, den er neu herausgegeben hat, mit einem eigenen Vorwort. In diesem Vorwort schreibt er, dass die Revolution von 1848 ist gescheitert, weil eine soziale Umgestaltung nicht möglich war im Sinn von, dass eine kleine Minderheit, und mehr waren die Revolutionäre damals nicht, den Gegner überrumpeln wollen und die Revolution durchsetzen. Dafür waren damals irgendwie die Kräfteverhältnisse zu ungünstig. Das hat man damals nicht richtig erkannt, aber in weiterer Folge haben irgendwie Marx und Engels das irgendwie sehr wohl irgendwie verstanden. Und spätestens irgendwie mit der Niederlage der Pariser Kommune war irgendwie klar, dass diese Taktik, die in Revolutionen bis dorthin angewandt worden sind, sprich der Barrikadenkampf oder die offene Auseinandersetzung auf der Straße, dass das nicht mehr mit den realen Kräfteverhältnissen in einem modernen kapitalistischen System zusammenhängt. Und das, was eben und da leitet er wieder diese Aufgabe her, die Sozialdemokratie muss die Klasse möglichst weitgehend organisieren, muss geduldige Arbeit leisten, muss für das allgemeine Wahlrecht kämpfen, für soziale Reformen und so irgendwie das Klassenbewusstsein erheben. Die Reformisten haben halt später immer argumentiert, an dem Text kann man irgendwie ablesen, dass der Friedrich Engels so in seinen letzten Lebensjahren halt vom Revolutionär zum Reformisten irgendwie geworden ist. Und diesen Text nehmen halt immer die linken Reformisten, die selber irgendwie sehr auf Marx irgendwie berufen. Also all das, was so austromarxistische Tradition ist, die findet diesen Text irgendwie ganz wichtig. Und die Rosa Luxemburg sagt, dieser Text vom Engels, der sagt in Wirklichkeit ganz was anderes, der ist völlig unpassend jetzt für diese Massenstreikdebatte. Wenn der Text irgendwas sagt, dann widerspricht er dem Kautsky, dass man irgendwie den Kautsky sehr vorstellen, man könnte den Massenstreik irgendwie per Vorstandsbeschluss irgendwie bestimmen und dann geht's los irgendwie. Was irgendwie dieser Konflikt zwischen Luxemburg und Kautsky ganz zentral ist parlamentarische Ausrichtung und Massenkampf. Für einen Eduard Bernstein, also so der rechteste Flügel der Sozialdemokratie, also da, ist irgendwie der Massenstreik irgendwie ein völliger No-Go,
weil das halt irgendwie der ganzen parlamentarischen Ausrichtung der Sozialdemokratie widerspricht und da viel zu viel Unsicherheit in die politische Strategie reinbringt. Und die Rosa Luxemburg grenzt natürlich in erster Linie vom Kautsky ab, vom Bernstein ab und sagt, nimmt da die ganz andere Position und sagt, der oder all das, was irgendwie offener Klassenkampf ist, das ist eine ganz zentrale Ergänzung zu dieser parlamentarischen Strategie, weil der offene Klassenkampf ist irgendwie das beste Mittel, um die Klasse zu organisieren, zu schulen, aufzuklären. Und dem Kautsky wirft sie halt vor, dass mit seiner ganzen Ermattungsstrategie, die er argumentiert, dass er in Wirklichkeit auch nichts anderes als einen reinen parlamentarischen Weg argumentiert. Und der Kautsky argumentiert das sogar in seinen Texten, in der Polemik, die Luxemburg recht offen und sagt, Hände weg von Massenstreik, das ist viel zu gefährlich jetzt. Wir müssen warten auf die nächsten Parlamentswahlen, weil dort schaut es ziemlich gut aus, dass die Sozialdemokratie eine Mehrheit kriegt, aufgrund dessen, wie die Regierung politisch auftritt. Und wenn wir nicht die absolute Mehrheit haben, dann ist es zumindest das Sprungbrett, dass wir bei den übernächsten Wahlen dann die absolute Mehrheit haben. Das heißt, diese Ausrichtung auf parlamentarische Wahlen und versuchen, auf der Ebene Mehrheiten zu kriegen und so das Rad wieder in die andere Richtung zu drehen, ist da halt irgendwie schon voll angelegt. Und das, was jetzt er sagt, das Einzige, wo wir wirklich zum Massenstreik treten dürfen, ist, wenn die Gegenseite zu einem Staatsstreik greift. Also sprich, wir gewinnen die Parlamentswahlen und die Rechten versuchen dann irgendwie einen reaktionären Putsch zu machen. Also de facto die Argumentation, die die Außenmarxisten in den 20er Jahren haben, findet man bei Kautsky bereits da 1909, 1910 recht ausdrücklich formuliert. Ja, die Luxemburg bringt dann irgendwie ein super Zitat von Karl Marx aus dem 18. Promär, also aus den 1850er Jahren, wo der Karl Marx halt genau sie eigentlich lächerlich macht über diese kleinbürgerlichen Demokraten, wie sie er nennt, die sagt, oh, ihr wollt uns das Wahlrecht wegnehmen, aber wenn ihr uns das Wahlrecht wegnimmt, dann werden wir es wirklich kämpfen, dann werden wir wirklich kämpfen. Und, so, ne? Und ja, wo halt ganz klar ist, dass die halt nie kämpfen werden, auch wenn man ihnen das Wahlrecht wegnimmt und die Geschichte halt der Sozialdemokratie, gerade in Österreich, die 20er, 30er Jahre ist da jetzt das beste Beispiel dafür. Ja, das, was die Sozialdemokratie seit über 100 Jahren hat ständig argumentiert, alles, was uns zu Gebote steht an Mitteln, die werden wir irgendwie einsetzen. Aber in Wirklichkeit wird dieses ganze Repertoire an Kampfmethoden halt dann nie eingesetzt, weil es halt in der konkreten Situation dann nie passt und in Wirklichkeit wird alles auf diese parlamentarische Strategie ausgerichtet. Und ich glaube, dass das irgendwie eine zentrale Logik ist, die heute die Gewerkschaftsführung im Kopf hat. Ja. Uns geht es darum, irgendwie aufzuzeigen, dass die schwarz-blaue Regierung die Regierung des Kapitals ist, der Konzernkanzler, der gegen die absolute Mehrheit der Bevölkerung reagiert und bei den nächsten Wahlen werden wir denen die Rechnung verabreichen. Und was der Kautsky jetzt sehr stark argumentiert, Demonstrationen, so wie wir es am 30. Juni erlebt haben, das ist ein legitimes Kampfinstrument, vielleicht sogar irgendwie der 12-stündige Generalstreik, wo man in Wien nochmal 100.000, vielleicht 200.000 Leute auf die Straße bringen, das ist ebenfalls irgendwie ein legitimes Mittel. Und auf das, was man aber irgendwie aufpassen muss, ist, dass bis diese parlamentarische Strategie wirklich spruchreif wird, bis dorthin müssen wir schauen, dass unsere Massenbewegung nicht alarmt, aber gleichzeitig macht man auch nichts, dass er sie zuspitzt. Das heißt, man versucht das irgendwie in so einem stabilen Gleichgewicht zu halten. Man will nicht irgendwie vorwärts gehen, aber man hat dann eigentlich Angst, dass irgendwie das Ganze nach rückwärts geht. Das heißt, man versucht, in ein Gleichgewicht das zu halten. Und da setzt wieder die Kritik von der Luxemburg an, die sagt, dass das eine völlig falsche Vorstellung ist von der Dynamik einer Massenbewegung. Weil automatisch, wenn einmal die Leute auf der Straße sind, dann wird ganz einfach die Frage im Raum stehen, wie geht es weiter? Wie können wir voranschreiten, um wirklich halt unser Ziel, sprich in dem konkreten Fall 12-Stunden-Tag verhindern, wie können wir das tatsächlich irgendwie durchsetzen? Und sie sagt halt, die Demonstration ist nur der Anfang, nicht das Ende. Und
die Demonstration selber ist nicht die Lösung, sondern kann irgendwie nur der erste Schritt sein. Und die Aufgabe, die die Sozialdemokratie oder die revolutionäre Sozialdemokratie hat, ist einfach eine Perspektive aufzuzeigen, wie dieser Kampf ausgeweitet werden kann, wie er eskaliert werden kann. Und da ist wieder irgendwie die zentrale Aufgabe, jetzt, welche Perspektiven stellt die Arbeiterbewegung der gesamten Klasse zur Verfügung. Ja, somit zum Schluss zu kommen, ich versuche irgendwie schon jetzt das irgendwie zur aktuellen Debatte irgendwie zu ziehen. Ja, das, was da irgendwie an theoretischen Diskussionen vor 100 Jahren da war, ich glaube, das ist recht augenscheinlich, dass das genau teilweise mit ziemlich ähnlichen Bildern und Formulierungen heute ebenfalls zur Diskussion steht. Und ja, es bleibt nicht mehr zu sagen, als dass wir mehr rosa sein sollten als Karl mit dieser Diskussion. Gut. Max Lekarski.